Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. EU15 ist jetzt schon fast eine komplette Woche alt und es tauchen nach wie vor immer wieder die Fragen auf. Ey, sag mal, hast du den und den in der Ehrenhalle gesehen? Der hat schon das und das Level, das ist krass, wie ist sowas möglich? Ja, das kann ich nicht nachvollziehen, wie sowas funktioniert. Diese Leute, die gibt es immer wieder zu den neuen Serverstarts, weil ja auch immer wieder neue Leute ins Spiel hinzukommen und die dann halt eben auch nicht wissen, okay, ja krass, wie kann man so eine Stufe erreichen, wenn man selbst, ja, keine Ahnung, sag ich mal, relativ niedrig noch im Level ist? Und ja, dazu haben wir in der Vergangenheit auch schon des Öfteren mal Videos gemacht. Ich habe es immer wieder mal erklärt, aber am einfachsten ist es für die Leute, die nicht verstehen können, wie nach den ersten, ja, 2 Tagen die Leute Stufe 200, 220 plus sein können. Blende ich immer wieder nochmal sehr gerne dieses Video ein, beziehungsweise meine Playlist, wo hier die, ja, meisten Tipps und Tricks eigentlich so zu Shakes and Fidget drin sind, die ich in den Videos hier verpackt habe. Und hier unten gibt es ja zusätzlich ein Video, wie man Stufe 1 bis 220 in 75 Minuten geschafft hat. Ja, dort haben wir eine Challenge aufgestellt mit tatsächlich einem ja, Zeit-Countdown und haben hier Stufe 1, einen Stufe 1-Account, und am Ende des Videos haben wir hier einen Stufe 220er-Account und das halt eben in 75 Minuten mit Realtimer. Das Ganze, muss ich immer wieder dazu sagen, ist auf einem alten Server erspielt, mit einem neuen Account, also ne, neuer Account, alter Server. Das heißt, der Account hatte quasi den Vorteil von einer besseren Ritterhalle und besseren Edelsteinen damit einhergehend und natürlich bessere Gildenboni. Ja, das muss man dazu sagen. Diese Vorteile genießen die Leute hier natürlich noch nicht in diesen Gilden hier, nicht die Ausbauten und die Ritterhalle eben auch noch nicht. Allerdings kann man es trotzdem schon vergleichen, weil es im Prinzip von dem Ablauf her im Prinzip genau dasselbe ist, nur dass halt man eben sich viel öfter zwischenzeitlich umequippen muss, als man das halt eben hier in diesem Video gesehen hat. Ja, dort hat man natürlich viel mehr Level übersprungen durch die besseren Edelsteine und sowas und so weiter und so fort. Ne? Allerdings auf ja, vom Ablauf her ist es eigentlich exakt das gleiche, das identische zu dem, was wir jetzt hier sehen auf EU15. Ja, im Prinzip ist es am Ende des Tages wichtig, dass man vorab sich mit einer guten Gilde abspricht und ja, top Leute in der Gilde hat, die top die Ausbauten pushen und eben halt ja, Ausmeister und Ritterhalle auf das Maximum bringen, so hoch es geht. Und ja, gerade für die ersten, ja, 1, 2, 3 Tage, also fürs erste Wochenende, wenn man da wirklich 200 plus erreichen will, die Ritterhalle eben so gut es geht ausgebaut wird, das ist so das Wichtigste. Und dann kommt es halt eben darauf an, dass man so gut es geht ja, in den Dungeons sich die XP holt, weil über das Questen erreicht man tatsächlich jetzt nicht so diese krassen Level, wie man es über die Dungeons erreicht. Und das ist halt eben, ja, da greift, sag ich immer so schön, ein Zahnrad ins andere. Ne? Man kämpft sich von Dungeon zu Dungeon hoch. Ne? Am Tag 1 schafft man vielleicht so jetzt mittlerweile Stufe, ja, vielleicht 60 plus. Und danach schaltet man dann am Tag 2 die nächsten Dungeons frei. Stufe 70 erreicht man dann, schaltet den Dungeon frei. Dann erreicht man auf Stufe 75 die Pets, kann sich dann hiermit noch zusätzliche XP durch die Habitate holen. Ja, schafft man dann Stufe 80 und mit Stufe 80 kann man sich dann wieder neu equippen. Ja, da werden dann halt eben wirklich im Zauber- und Waffenladen immer die neuen Sachen rausgesucht, neue Waffen mit neuer Spanne, ja, und halt eben alles komplett neu equippt. Ne? Und ja, so erreicht man halt eben das Ziel dann nach und nach und hangelt sich von Dungeon zu Dungeon. Und irgendwann kommt dann früher oder später dann halt eben auch die Schattenwelt mit dem ja, mit dem Wirbelwind. Wenn man dann halt eben Stufe 140 erreicht hat, hat man halt die Schattenwelt mit den Begleitern freigeschaltet
und kann halt eben dadurch seine Begleiter equippen, hat dadurch nochmal drei zusätzliche ja, Damage-Quellen in der Schattenwelt. Das Ganze halt, wie gesagt, wird verstärkt, wenn man vorab halt eben auf Stufe 130 den Wirbelwind erreicht. Dort schafft man die ersten Etagen easy, kann sich dadurch ja, sehr leicht sehr viel XP und halt eben auch Gold ja, snacken und kann sich dadurch halt eben weiter hocharbeiten. Und dann hat man halt eben, wie gesagt, in der Schattenwelt, wenn man schon das gewisse Level hat, komplett sich auf der Stufe neu equippen, schafft da die nächsten Gegner. Und ja, dann ist es halt ein Zusammenspiel zwischen Licht- und Schattenwelt, zwischen den Dungeons, dass man halt eben ja, sich hier so weiter hoch arbeiten kann. Und wie gesagt, das Ganze ist kein Hexenwerk, sag ich mal so. Es ist ein Zusammenspiel aus natürlich dem gewissen Pilzaufwand, der aufgewendet werden muss, um halt eben das Ganze so schnell wie möglich zu erreichen. Das will ich gar nicht behaupten. Es sind jetzt aber auch keine Unsummen, sag ich mal, im Verhältnis, wenn man weiß, wie man spielt. Weil wenn man genug Serverstart-Erfahrung hat und öfter mal so einen Account auf die Stufe hochgepusht hat, zum Beispiel die Erfahrung, die habe ich in dem Sinne gar nicht, weil ich ja so hart gar nicht reinpilze und so heftig eskaliere. So, ne? Ich meine, ich würde es vielleicht irgendwie hinkriegen, aber wahrscheinlich ein bisschen teurer, also beziehungsweise mit ein bisschen mehr Pilzkostenaufwand als die Leute, die das öfter schon gemacht haben. Und ja, wenn man weiß, wie es geht, dann schafft man es natürlich ein bisschen günstiger von dem Pilzaufwand her auf die Stufe zu gelangen, als jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat. Das heißt, das spielt da natürlich auch mit rein. Also nicht nur die Pilze, sondern auch das nötige Know-how spielt da auf jeden Fall so ein bisschen mit rein, damit man halt eben ja, auf jeden Fall auch nicht sich allzu sehr verausgabt. Ansonsten ja, kann man natürlich auch stumpf irgendwo in die Dungeons reinpilzen und ja, darauf hoffen, dass man vorankommt. Ne? Da ist es halt eben wichtig, okay, abzuwägen, was ist jetzt in meiner Situation besser. Da arbeitet man halt eben auch viel mit den Tools von, ja, von SF-Tools, viel mit den Dungeon-Simulatoren und so. Ne? Ist es jetzt für mich sinnvoller abzuwägen, okay, pilze ich jetzt den Dungeon an der Stelle durch? Ist der jetzt so wie in meinem Falle jetzt hier als Beispiel machbar? Kann ich den legen für die Pilze? Oder ist es eher empfehlenswert, mir erst eine neue Waffe... Oha, what the fuck? Okay, das ist natürlich jetzt so sehr, sehr lucky, sag ich mal. Die nehme ich natürlich mit. Ja, das werden wir natürlich nicht nehmen. Dann ist es für mich jetzt sinnvoller abzuschätzen, pushe ich einen Dungeon mit den Pilzen oder roll ich im Shop für eine neue Waffe oder ein neues Equipment. Das sind so die Sachen, die nachher den erfahrenen Spieler dann ausmachen, was sich an der Stelle jetzt mehr lohnt, um halt eben das Vorankommen zu fördern. Und ja, das bekommt man dann halt erst, wenn man ein bisschen, ja, das ein bisschen öfter schon irgendwie gemacht hat. Ne? Welche Schadenswerte kann ich hier im Shop erreichen? Welche Spanne kann ich mir holen, sag ich mal, beziehungsweise was ist realistisch? Ne? Und so weiter und so fort. Und das ist natürlich, ja, dafür muss man natürlich schon ein paar Mal das gemacht haben. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Oh, nice. Sehr schön. 137, was haben wir hier? Es lohnt sich schon fast wieder, einen neuen Stein hier in die Waffe zu tun. Beziehungsweise, ja, wir haben jetzt einen großen Instein und vielleicht kriege ich ja noch eine neue Waffe. Okay, hier haben wir Ausdauer einmal. Ich glaube, ich setze mal den Stein hier rein. So. Und ja, wir gucken mal vielleicht nach einer neuen Waffe. Beziehungsweise schauen wir mal erstmal, ob wir hier noch ein Level vorankommen, bevor wir... Oh, nice, sehr schön, das klappt sogar. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt haben wir sogar Stufe 80 erreicht. Ja, siehst du, machen wir noch hier live noch einen kleinen Push. Einen kleinen Pushy machen wir hier noch. Einen Pushy. Machen wir noch hier ganz kurz nebenbei noch auf schnelle Welle. Ja, und ja, wie gesagt, das ist natürlich immer so ein bisschen... Ah, Walfischstreck. Wieder keine Sanduhren am Start hier.
Genau, das ist immer so eine Frage vom Abschätzungsbereich, sag ich mal, ne? Was ist machbar, was nicht. Weil gerade in den Dungeons kann man natürlich sehr schnell sehr viele Pilze ausgeben, ohne dass man jetzt hier so großartig weiter vorankommt. Ne? Und ja, das kann natürlich mitunter ziemlich teuer werden dann. Ne? Genau. Ja, ey, ich habe wirklich ein massives Sanduhrenproblem hier, merke ich gerade. Denn wir haben leider den Schlüssel jetzt nicht bekommen, den ich jetzt gebraucht hätte, um, boah, nochmal ein Ei, um hier im nächsten Dungeon voranzukommen. Denn wir werden uns jetzt definitiv eine neue Waffe ziehen, meine lieben Freunde. Allerdings, ach, der Pimbuda. Allerdings, yo. Ja, wo war ich? Was wollte ich denn? Allerdings werden wir erstmal noch den neuen Dungeon, noch die ersten paar Etagen werden wir uns da noch mit reinsnacken. So, jetzt wird ein Schuh draus. Genau, weil das sind natürlich immer easy XP-Punkte. Boah, Digga, das knallt echt rein hier. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel gefunden, ne? Ja, bevor wir hier weitermachen. So. Leveln wir nochmal ein bisschen kurz auf. Wenn wir jetzt mal den Schlüssel finden würden, es ist wirklich zum Mäusemelken, muss man hier mal so sagen an der Stelle. So, neue Quest, neues Glück. Ja, nehmen wir hier irgendwas schnell an. Ich will einfach nur den Schlüssel haben. Meine Güte. Nehmen wir mal schnell eine Sanduhr hier. Ein 10er Stack würde ich sonst auch nehmen. Ist arschteuer zum Anfang, die Sanduhren hier. Das ist wirklich, empfehle ich euch, falls ihr da natürlich ne, kein Gold ausgeben wollt, ist es natürlich ratsam, vielleicht in der Happy Hour zu spielen und halt Pilze zu investieren, wenn man halt eben... Oh mein Gott, habe ich immer noch nicht den... Ja doch, jetzt haben wir ihn. Okay, ja, wenn man natürlich kein Gold verschwenden möchte an der Stelle. Ne? So, neuer Dungeon, neues Glück. Und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir hier noch vorankommen. Stufe 82, sehr schön. Den Lava-Bob kriegen wir den auch noch mit down. Ja, der sollte auch noch machbar sein hier an der Stelle. Nicht? 83, sehr schöne Sache. Und da pushen wir doch direkt hier rein. Ja, da sind wir direkt am Pushen hier. So, mal schauen. Liegt der auch noch? Und damit noch die 84 vielleicht? Ja, gucken wir mal. Der sieht schon mir ein bisschen schwieriger aus. Also würde ich jetzt an der Stelle... also Hardcore-Pilzer würden den jetzt wahrscheinlich weiter versuchen. Ich an der Stelle würde jetzt sagen, wir holen uns eine neue Waffe und probieren ihn dann nochmal. Ja? So, wir haben ja einen neuen Stein. Also das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Und das ist nicht gesockelt. Kann auch weg. So, jetzt blättern wir und hoffen mal, dass wir eine schöne Sockelwaffe finden mit einer schönen Spanne. Oh, guckt euch das mal an. Oh, das ist ein richtiger Schmackofatz. Das ist richtig. Huiuiui. Ein richtiger Leckerbissen. Allerdings war der nicht gesockelt. Okay. Boah, ja, sowas hier. Oh, in Richtung 600 Spanne. Okay. Die Waffe. Da haben wir einen Doppelstat drauf. Das ist nicht verkehrt. Wir gucken aber gleich nochmal. Ja, von der Spanne her geht halt noch mehr, ne? Da geht noch mehr. Also in Richtung 600 können wir da schon gehen. Jetzt tatsächlich. Ist nur die Frage, ja, ist es mir das jetzt wert, das hier jetzt noch in Kauf zu nehmen zum Blättern? 373, merken wir uns kurz. Wir berechnen 373 mal 1,5. Ja, okay, 500... 59 können wir anhand der Spanne hier jetzt an, ja, rechts raus finden. Ist doch ganz okay. Nichts verkehrt machen. Wir tauschen das Ganze mal und jetzt sollten wir eigentlich schon, ja, wir haben auch hier wieder gut Gold auf der hohen Kante. Momentan ein bisschen im Überfluss, was Ausdauer, Intelligenz angeht, aber das ist meinen Edelsteinen geschuldet, leider. Da kann ich nichts für. Von der Skillung her 560 zu 520, ja, natürlich mehr in Schaden rein, allerdings, ja, die Steine haben mir jetzt nichts anderes ausgespuckt und ist es mir jetzt auch nicht wert, da alles nochmal in Innsteine hier zu investieren, weil das Skippen ist natürlich auch teuer, ich habe nicht so viel Glück immer, was das angeht, ne? Ja, deswegen habe ich das bisher jetzt noch nicht in Angriff genommen, mal gucken, die neue Waffe,
Macht auf jeden Fall hier schon gute Arbeit, würde ich sagen. Vielleicht ist es sogar worth, 1, 2 Insteine hier zu skippen, weil für die Sumpfmampfe ist nicht verkehrt, ist ein Magier. Wenn wir da vorbeikommen dann kommen wollen, dann bräuchten wir... Oh, okay, ja stimmt, jetzt habe ich kein Gold mehr. Jetzt habe ich hier alles verskillt, jetzt haben wir natürlich kein Gold mehr. Dann bräuchten wir auch mehr von dem eigenen Attribut. Schade, Marmelade. Aber die Steine finanzieren sich hier schon fast selbst, muss ich sagen. Von dem, was wir hier an Gold bekommen jetzt mittlerweile. Ach, nur ein Endstein dabei. Dann setzen wir den mal da rein, wo wir den schlechtesten, Ausdauerstein haben, 105. Okay. Dann tauschen wir das mal so. Zack. Wir geben ihr noch ein, zwei Chancen hier. Ja. Ein Innstein wäre noch cool. Puh, nee. Soll aber nicht sein. Wir verkaufen mal den einen wieder. Komm. Ein Skip noch. Letzter Skip. Oh, okay. Sehr schön. Okay. 105. Irgendwo hatten wir noch einen 105er. Ja, hier oben. Dann tauschen wir das mal so. Und dann setzen wir noch den schlechtesten gegen den besten ein. Zack. Und ja, jetzt können wir nochmal tryen. Wir gucken mal erstmal bei der Sumpfmampfe, ob wir hier noch mehr Schaden brauchen. Oder, ja, wahrscheinlich bräuchten wir dann noch mehr Damage. Aber es ist machbar. Der ist machbar auf jeden Fall. Da will ich das gar nicht abstreiten. Wir pilzen mal jetzt hier noch ein bisschen durch. Sehr schön, da haben wir die 84 erreicht. Das war mir eigentlich klar, dass wir den legen sollten. 85 erreicht und wir haben ein Epic bekommen. Ja, leider in alle Attribute. Wäre es 3 Stat, hätte ich mir überlegt, das so lange aufzubewahren, bis wir Stufe 90 sind. Denn dann können wir den, Schmied freischalten. Und dann können wir natürlich die Gegenstände sockeln. Aber das war eh nur ein alle Attribut-Item. Ja, und von daher jetzt nicht ganz so wild, sag ich mal. Das brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wie sieht's aus? Okay, also jetzt ist es eigentlich so vom Verhältnis her so, dass es mir ganz gut gefällt, wie jetzt so Ausdauer-Damage das Verhältnis so ist. Gegen die Sumpfwampe selbst bräuchten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schaden, damit es besser aussieht. Bisschen mehr Int vielleicht, auch eine Int-Waffe. Wir haben ja jetzt Int-Ausdauer. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wir können nochmal einen Stein, können wir nochmal versuchen auszutauschen. Und, oh, jetzt haben wir auch den Heiligen Gral. Das ist sehr schön. Den Heiligen Gral findet ihr in der Mine, sobald ihr Stufe 85 seid. Das haben wir ja jetzt erreicht. Und wenn ihr 1000 Einträge im Sammelalbum habt, dann könnt ihr den Gral aus der Mine finden. Vorher nicht. Okay, dann tauschen wir das nochmal. Zack. So, und, ja, das restliche Gold verskillen wir jetzt einfach. Und hoffen, dass es jetzt gut aussieht mit der Sumpfmampfe. Ein paar Pilze haben wir noch. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt sie, vielleicht nicht. Ansonsten ist sie die Tage jetzt halt eben bald dran. Ne? Das sollte nicht mehr allzu lange dauern, dass wir hier vorbeikommen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, wenn wir hier auf Biegen und Brechen vorbeikommen wollen würden, dann bräuchten wir vielleicht nochmal neues Equipment oder halt eben jetzt vielleicht nochmal eine neue Waffe, beziehungsweise eine Waffe mit einer etwas besseren Spanne. Das könnte man, da könnte man nochmal drüber nachdenken, aber ansonsten, ja, ihr seht ja jetzt mittlerweile schon wieder plus 18 wieder mehr im Schaden tatsächlich. Ist nicht verkehrt. Hier sowas, ja, aber die Spanne gefällt mir auch nicht, ne? Aber ansonsten lassen wir den Gegner erstmal noch ein bisschen ruhen und dann ist er vielleicht morgen oder übermorgen dran. Ne? Uns jagt ja keiner auf dem Server hier, ne? Wir sind ja jetzt nicht so, dass wir die ersten Ränge hier erreichen wollen, sondern eher chillig, sag ich mal, unterwegs auf dem Server hier. Ja, der will noch nicht so richtig, oh mein Gott, aber dafür eher First Try, das ist ja krass. Okay, hier haben wir jetzt auch einen Magier, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weiter voranzukommen. Ich wollte mir den Try nochmal angucken hier, nochmal zum Schluss, bevor wir jetzt das Video beenden. Aber ansonsten, ja, haben wir doch jetzt nochmal ganz gut ein paar Level gemacht. Und ja, das eigentliche Thema war ja eigentlich anfangs des Videos, war jetzt gar nicht geplant, hier nochmal einen kleinen Dungeon-Push rauszuhauen. Aber hat sich nochmal so angeboten an der Stelle. Okay, Freunde, das soll es soweit gewesen sein für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.